Aber das so viel. Ach du Scheiße! Die teilweise sind alles klar. Frisch gefragt. Das Quiz der Quizze mit Patrick Partout. Alles live. Mit Doppelausrufzeichen. Eine Beginndor-Produktion. Ja. Ach du Scheiße. Vor allem, die filmen doch teilweise dieselben Ecken. Mann, das wird ja besser bewacht als Fort Knox, wo die Amerikaner ihre Goldvorräte lagern. Ja, ich sage Fort Knox, aber ich erkläre noch, was es ist, damit das auch jeder versteht. Natürlich. Nein, das würde auffallen. Auf keinen Fall. Nachher bekomme ich Ärger. Okay, wo soll man denn dann hin? Hallo, Sie! Juhu! Also da soll mich doch... Na, da kann ich ja nochmal die Lösung durchlesen. Nein! Hier wird nicht gejuhutet. Wo sind wir denn? Auf der Kirmes? Oh Gott. Ich möchte sofort meine Ruhe haben. Sofort! Entschuldigung. Wie ist der denn drauf? Ach nee, falscher Charakter. Ja, mit dem sollen wir nochmal dahin. Vor allem mit Gabi kann man gar nicht sofort. Auf dem Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Lass gut sein, Maya. Hallo, ich bin Tim. War das eben nicht ein bekanntes Volkslied? Ach, der Trottel von Pförtner macht sich darüber lustig, dass ich einen Song auf Englisch einspiele und für meine Karriere bloß meinen Vornamen verwende. Maya klingt aber einfach besser als Maya Kleinschmidt. Ich will doch international sein. Der Heini meint, wenn ich Deutsch sänge, würde ich kläglich versagen, Arschloch. Ja, du kannst generell nicht singen, aber ist ja auch egal. Aber ich finde schön, dass sie Arschloch sagt, irgendwie, obwohl, wenn sie daneben steht. Wenn der Pförtner ist Mikey, weil den sieht man ja nie. Wann kommt denn deine CD heraus? Spielst du nicht die Ellie in Liebe macht Laune? Aber ja, ich weiß, du hast mich kaum erkannt. Sie schminken mich immer so schrecklich und geben mir diese Klamotten, die wirklich keinen Stil haben. Privat bin ich da ganz anders. Dein Outfit ist wirklich cool. Und du hast recht. In Natura kommt dein wahres Talent erst so richtig zum Vorschein. Vor allem immer die gleiche nach diesem Kommentar guckt die wieder so richtig grimmig. Entschuldigung, darf ich auf das Gelände? Kein Durchgang ohne Genehmigung. Vorschrift ist Vorschrift. Das ist... Aber warum hängt die da rum und singt? Das verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Ich meine... Will ich das überhaupt verstehen? Boah, Willi singt wieder. Ach, Glück gehabt. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Mikey Hobler? Wo wende ich mich hin, wenn ich Statist werden will? Sind die Dreharbeiten nicht sehr anstrengend? Wie stehen die Chancen, mit deinem Song in die Charts zu kommen? Wie lange wirst du in Liebe macht Laune mitspielen? Vielleicht muss ich sie als Statist machen. Wo wende ich mich hin, wenn ich Statist werden will? Statist? Naja, wir haben ja alle mal klein angefangen. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein stattlicher Bursche wie du die nötigen Qualitäten besitzt. Am besten, du wendest dich an ein Castingbüro. Die vermitteln Statisten an die Produktion. Da gibt es eine Agentur namens Goodwill in der Geschwister-Scholl-Straße. Nur so als Tipp am Rande. Hey, Geschwister Scholl, die haben ja echt mal existiert. Scholl, nicht Stoll. Da werde ich mich mal bewerben. Ja, ja, die. Ja, Ach, da. Hi, ich bin Peter. Salko? Meine Freunde nennen mich Tim. Ich habe gehört, sie vermitteln Statistenjobs. Ich würde gern mein Taschengeld aufbessern. Groß, schlank, sportlich, engagiert, nette Erscheinung. Nein, tut mir leid. Ich fürchte, wir haben für dich keinen Bedarf. Und ich dachte, das alles würde für mich sprechen. Genau, wir haben nur große, schlanke Leute. Also was wir brauchen, sind aber fette Leute. Von denen haben wir nicht so viele. Die sich normalerweise nicht in so eine, überhaupt in so eine Casting-Agentur trauen. Vor allem, da ist das ein Pappaufsteller von Rudi Carrell, der hier steht. Bin ich hier richtig bei der Casting-Agentur Goodwill? Ich suche eine Möglichkeit, um auf das Gelände Grüneberg zu kommen. Als Tourist? Oder willst du zum Film? Wie ehrlich. Nein, lass mich raten. Du willst deinem heißgeliebten Superstar ein Autogramm abluchsen. Als Casting-Agent muss man offenbar schlagfertig sein. Da kann ich noch eins draufsetzen. Ich bin Detektiv in Spe und muss auf dem Filmgelände Ermittlungen durchführen.
Ja, genau. Hau einfach alles raus, was geheim ist. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ein Hauptdarsteller das Handtuch wirft? Muss man eine Schauspielausbildung haben, um in einer Soap mitzuspielen? Nein. Wenn wir ganz junge Rollen besetzen, drücken wir in diesem Punkt anderthalb Augen zu. Leider. Viele Jugendliche träumen von Ruhm und schnellem Geld. Wenn die Seifenoper plötzlich wegfällt, kann es bitter werden. Darum ist eine gute Schauspielausbildung für die weitere Karriere wirklich wichtig. Kann ich mir denken. Was ist das hier für ein Ding? Das sieht ja aus wie das Reiseschminkköfferchen meiner Mutter. Wird einem denn Film-Make-up aufgetragen, wenn man sich casten lässt? Ach du meine Güte, ist das Schminkset immer noch hier? Es gehört der Schwester meiner Chefin. Sie hat es vorhin vergessen und ist sehr eigen mit ihren privaten Utensilien. Willi, wolltest du nicht unbedingt auf das Studiogelände Grüneberg? Ganz recht. Soll ich das Köfferchen zustellen? Wenn du es mitnimmst, drucke ich dir gleich einen Lieferantenpass aus. Den musst du beim Pförtner vorzeigen. Du tust mir einen großen Gefallen. Oh, Gummibärchen. Komm das Köfferchen in die Maske. Zu Tina Marie Abendroth. Ja. Tina Marie Abendroth. Was gewohnt? Der und Smarties. Da kann ich das war so klar. Boah. Wie viel er da rausgenommen hat. Boah. Boah. Einfach was die ganze Schüssel gewährt. Boah. Ich dachte, er nimmt so ein, zwei, aber nein, er nimmt einfach die ganze hin. Boah. Boah. Ich habe einen Lieferantenausweis, der nicht übertragbar ist. Oh, schade. Boah. Ja, da kann er halt nicht widerstehen, ne? Ja, die muss ja nur mal durchblicken lassen, dass Willi eigentlich eine fette Sau ist, die ganze Zeit nur ans Essen denkt. Hier, mein Ausweis. Dann wollen wir mal. Ich stelle mir vor, dass das einfach so eine DIN A4-Seite ist, wo das draufsteht. Als Lieferjunge darfst du jederzeit auf das Studiogelände. Zu melden brauchst du dich nicht mehr. Du kannst immer gleich durchgehen. Du findest das Abendrot in der Maske, das ist die C7. C7? Na also, geht doch. Also wenn das hier immer so läuft, dann wundert es mich, dass nicht einfach generell dauernd Leute da rein und raus können. Ja. Sesam, öffne dich. Von Leuten, die nur da wo einmal was hinbringen sollten. Ich habe etwas für Frau Abendrot abzuliefern. Merkt die Leute auch noch alle. Mach ich. Das stimmt, das ist echt interessant. Du willst zur Tina Marie? Dann musst du zur Maske, Gebäudekomplex C. Na, hoffentlich finde ich sie da auch. Die Maske, also bei als Gabi da war ja gar keiner drin. Moment, Gebäude C7. Wir werden ja auch nicht abgekriegt. Ach, das ist Gebäude C7. Als Maskenbildnerin in dem Wohnwagen befinden. Abgesperrt. Und von Tina Marie keine Spur weit und breit. Hallo? Hallo? Hä? Du? Wer ist der Typ? Schauspieler. Weg mit dir. Ja doch. Oh. Ist das der Hausmeister? Ich hab die ganze Zeit gedacht, er hätte was auf dem Kopf gehabt und dabei ist seine Frisur einfach nur so platt. Okay. Zutritt verboten. Die Stahlgarderobe ist nicht für dich bestimmt. Ja, aber die ist doch nicht da. Können Sie mich nicht spontan als Statist einsetzen? Spontan. Gab es mal einen Drogenskandal unter den Schauspielern? So richtig aus dem Nichts. Drogen sind verboten, Partner. Wen wir erwischen, der fliegt. Offiziell. Natürlich, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ich hab eine Tablette dabei. Ja. So, jetzt mal die andere Frage. Vor allem, der kommt so einfach aufs Gelände. Ja, ich möchte was liefern. Ja, Gebäude C. Gab's eigentlich mal einen Drogenskandal? Können Sie mich nicht spontan als Statist einsetzen? Ich suche tatsächlich händeringend einen Statisten. Wir wollten unseren attraktiven, sportlichen Laufburschen einsetzen, aber der ist krank geworden. Und du? Das meinst du? Du bist wohl mehr der gemütliche Typ. Verstehe. Es gibt ein Zeitproblem. Oh mein Gott. Das ist so, dann würde ich jetzt mal mit dem nochmal zur Kasse. Boah, jetzt kommt einfach so eine Phase, wo alle Zugang zu dem Gelände hier erhalten sollen. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Also. Vermitteln Sie auch Stuntmänner? Woher stammt die Bezeichnung Seifenoper? Nein, wir haben uns auf Seifenopern spezialisiert.
Nun gut, wir vermitteln inzwischen sogar Kandidaten und Zuschauer für Fernsehshows. Die Nachfrage ist enorm. Es gibt übrigens Arbeitsgemeinschaften der Filmwirtschaft, die Workshops für Stunt-Interessierte anbieten. Hm, das klingt ja mehr nach Schulbankdrücken als nach Action. Oh Gott. Jetzt sind wir trotzdem nicht dabei. Oh. Ah, okay. Was ist eigentlich Ihr Job? Ja. Wissen Sie, dass ich den perfekten Statisten und Laufburschen für Sie habe? Also kann man ihn doch nochmal anspielen. Das ist mal dieses, wenn man doch nochmal anspielen. Ja, das weiß man halt nie. In der kurzen Zeit? Ein Freund? Hm? Ich nehme dich beim Wort. Warte ich mal. Einfach, dass Christian das direkt sagt, nachdem er den... Aber nö, das macht er es ja nicht. Und denkt man, dass das dann doch ein Leben. Hier ist Rolf. Ja. Ja, Rolf Centurius. Du, ich brauche ratzfatz einen Statisten. Wie üblich am besten schon gestern. Wie? Weiß ich doch. Aber gleich kommt jemand vorbei, ein, Peter Carsten. Wir nennen ihn Tim. Tim Peter Carsten. Mach alles fertig, dann kann er bei mir antanzen. Ciao. Sag deinem Freund, er soll zur Agentur Goodwill. Die kennen wir. Na, da wird Tim Augen machen. Und wie kommt Karl jetzt noch da drauf? Ja, später. Groß, schlank, sportlich, engagiert, nette Erscheinung und auf der Stelle verfügbar. Peter Carsten, du bist unser Mann. Oh, bin ich plötzlich so gefragt? Ein Freund von dir hat dich empfohlen. Nimm deinen Statistenausweis und melde dich auf dem Studiogelände Grüneberg bei Rolf. Den ich hier gerade ausgedruckt habe. Pronto. Tim Karl kommt als Beleuchtungstechniker dahin. Als Tonmann. Tonmann, genau. Nee, als Praktikant. Als Statist dürfte ich keine Probleme haben, auf das Gelände zu kommen. Ach ja. Weißt du, er spricht den Typen auch gar nicht an oder so. Der steht jetzt einfach vor und kramt so in seiner Tasche so. Hier, mein Ausweis. Einen Moment. Müssen die nicht einen Stempel oder so draufsetzen, sonst könnte ich mir ja auch selber ausdrucken. Carsten. Nein, das ist jetzt hat alles seine Ordnung. Als Statist kannst du jederzeit auf das Studiogelände. Was? Du brauchst dich nicht mehr bei mir zu melden und kannst gleich durchgehen. Ja, halt. Den Aufnahmeleiter findest du bei Gebäudekomplex B. Okay, B wie Bertha. Vielen Dank. Das ist ein einmaliges Design, das kann man gar nicht fälschen. Also. Ich glaube, deine Verbindung ist gerade ein bisschen schlecht, ja. Da dann mal los. Kann gut sein. Oh ja. Ja, ich schicke ihm jemanden vorbei, der seine alten Geschichten hören will und ihm zur Hand geht. Natürlich. Wir sind doch nette Menschen. Sind Sie Herr Centurius? Hallo, ich bin Peter Carsten. Aber nennen Sie mich Tim. Ich bin wegen des Statistenjobs hier. Junge, du kommst wie gerufen. Dein pummeliger Freund hat nicht zu viel versprochen. Boah. Nett. Also irgendwie ist immer noch rot. Hast du gerade irgendeinen Download an? Ich nicht. Ich meine, hörst du mich denn gerade wieder? Also ich höre dich, aber du hast halt so ein bisschen Robotern. Bekomme ich Mikey Hobler zu sehen? Wann geht es los? Bekomme ich Mikey Hobler zu sehen? Wohl nicht. Wie es aussieht, müssen wir ein paar Änderungen vornehmen. Bitte geh in den Fundus, der liegt im C-Komplex, und frag den alten Häberlein, ob du ihm ein wenig zur Hand gehen kannst. Er war mal Stuntman. Echt? Da bin ich aber gespannt. Ah ja, der Typ war mal Stuntman. Was für ein Durcheinander. Mal sehen, wo ich diesen Herrn Häberlein finde. Herr Häberlein? Herr Häberlein! Kann ich Ihnen behilflich sein? Hm? Tim? Ah, Tim. Du wurdest mir angekündigt. Hä, wie denn? Der hat doch kein Telefon oder so. Geworden seit meinem Unfall 1959. Komm her, dann erzähle ich dir davon. Gerne. Soll er uns davon erzählen? Ja. Was hat sich 1959 zugetragen? Waren Sie tatsächlich Stuntman? Was hat sich 1959... Was... Damals hatte ich noch Saft in den Knochen. Ein Mann voller Träume. Aber dann
Krach, Bumm, aus war's. Autounfall. Freundin weg, Karriere im Allerwertesten. Und statt Stars zu dubeln, landete ich im Fundus und wurde zu dem Fossil, das ich heute bin. Und verbittert. Manchmal komme ich mir selber vor wie eine meiner Requisiten. Aber Sie sind dem Film treu geblieben und haben viele Sternchen auf- und untergehen sehen. Wahrscheinlich war der Typ, dass der Drogen verteilt, um den anderen Typen schlecht dastehen zu lassen, weil er so verbittert ist. Das, mein Junge, bin ich. Oder war ich. Tolle Maschine, was? Eine Zündapp KS600, Baujahr 39. 28 PS, 4700 Umdrehungen, Hubraum 597 Kubikzentimeter. Bei solchen Stunts fühlte ich das Adrenalin in meinem Körper. Nach meinem Unfall, erwähnte ich den schon? Haben sie mich mit Schmerzmitteln vollgepumpt, dass ich mich fühlte, als würde ich unter Drogen stehen. Da war mir dran. Ja, Schmerzmittel sind ja auch irgendwie dann Drogen, ne? Konsumiert ein Star wie Mikey Hobler Drogen? Drogen in Grüneberg? Nein, nein. Oder doch? Wir sind hier eine große Familie. Da müssten schon handfeste Beweise her, ehe ich das glaube. Ich bin auch schon, wie er immer speziell nach Mikey Hobler fragt. Nicht so, gab's hier mal Drogen? Nein, nein. Aber jetzt mal so unter uns. Mikey Hobler, konsumiert der Drogen? Na, hier haben Sie mein Schmuckstück, Herr Lieberheim. Das war doch bestimmt schon zu Ihrer Zeit antik. Nicht wahr? Das Grammophon hat einen bemerkenswerten Klang. Ich pflege es besonders gut. Es versetzt mich in einen sentimentalen Glücksrausch, wenn ich die passende Platte auflege. Am besten sagt er es noch, wie mit Drogen. Was ist denn die passende Platte? So bayerische Musik, so Blumen oder Klavier? Warte nochmal, ne? Also wir haben hier ja diese Blumen, dann haben wir das mit dem Hut und der Trommel und dann das Klavier. Ja, und was wollen wir haben? Ja, was ist denn die passende Musik für den Typen? So. Ja, bestimmt das Mittlere. Bestimmt was? Das Mittlere. Okay. Achso, ja. Militär? Davon hatte ich genug in meinem Leben. Oh, graus, oh, graus. Also das Militär doch nicht. Ja, jetzt dürfen wir ja noch. Ach, das passt so gut wie. Was für ein lästiges Vieh. Kann man hier bitte weg? Okay. Ja, ich komme hier irgendwie nicht mehr raus. Wie kann? Ich weiß jetzt nicht wo. Ach, da. Ah. Ja, müssen wir jetzt halt die richtige Platte finden. Das klingt ja deprimierend. Also doch die Blumen, wow. Ja. Boah, was ist das für ein Geräusch immer bei dem Typen? Das klingt wie eine Taube. Ja. Das war keine schlechte Zeit. Ah, ja. Auch schon vorbei. Ja. Der sieht total unglücklich aus, irgendwie. Was hat sich 1909... Waren Sie tatsächlich Stuntman? Bitte? Stuntman! Ja! Den rasenden Häberlein haben Sie mich genannt, seitdem ich Dorimifaso in der Schlosser von Rimini gedoubelt habe. Mir hat er seinen Ruhm als Actionstar zu verdanken. Er selber schaffte es, danke, kaum halbwegs vernünftig eine Treppe runterzufallen. Nun gut, man soll Toten nichts Böses nachsagen. Fasos Grabstein wird von der kalifornischen Sonne beschienen.
Und ich habe meine bleichen Knochen vorerst in diesen Sessel gebettet. Ja, ich hoffe, da kommt nichts mehr. Oh Mann, mir läuft das gerade eiskalt den Rücken runter. Ja, ja, er hat den legendären Doremi-Fa so gedoubelt. Ja, soll ich dem nicht hier irgendwie helfen? Was für ein lästiges Vieh. Ja, natürlich, Spiegel. Oh. Tim schlägt erst mal ein Loch in die Wand. Gehst du also mit meinen Arbeiten um? Oh. Schleim. Sieh bloß zu, dass du lang gewinnst. Ach, noch grad Tim mit seinen blitzschnellen Reflexen. Die Fliege doch locker. Mann, nein, er ist ja nicht schnell. Er ist einfach nur viel zu stark. Und schlägt die Wand kaputt. Ja. Oh. Niemand drin. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über TKKG gesagt habe. TKKG ist großartig, das ist die beste Parodie, die ich je gesehen habe. Ja, genau. Tja, statt vom Tellerwäscher zum Millionär, ging es für mich vom Statisten zum Laufburschen. Wer soll das toppen? Ja, links oder rechts, links oder rechts? Oh, ich kann auf keins von beiden klicken. Das ist ja auch egal. Moment, Gabi könnte dann ja mal gucken, ob es ins Studio geht oder so. In dem Studio wird gedreht. Vielleicht wird ja einer von denen da drin ein großer Star und darf zur Oscarverleihung nach Amerika. Ja, ja, natürlich. Deutsche Na, Daily Soap Stars. Mein Cocker Spaniel. Stimmt, das fällt mir gerade auf. Der Hund kam auch im anderen Spiel gar nicht vor. Der wurde mal erwähnt, aber das war's auch schon. Ich hoffe, sie nehmen Tim nicht zu hart ran. Immerhin gehört er jetzt zum Film. Ja, mal gucken. Vielleicht können wir jetzt in den Wohnwagen.